Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau einer Sekunde. Ich bin gespannt, was heute so Neues reinkommen wird. Und wir haben hier coole Skins. Was haben wir ansonsten im Shop? Okay, okay, okay. Sieht alles relativ gut aus. Und wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Und ganz oben haben wir ein Bundle, was für mich einfach 400 V-Bucks kostet. Okay, weil ich zwei Sachen davon besitze. Ansonsten denke ich mal, kostet das Ganze 1700 V-Bucks oder 1800 V-Bucks. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ist kein schlechtes Bundle, muss ich ehrlich sagen. Cooler Skin. Passende Spitzhacke. Die hat einen coolen Sound. Ich glaube, ich werde mir das Ganze gönnen. Dann haben wir hier den passenden Gleiter. Ja, der ist in Ordnung. Spiele ich aber nicht mehr so. Und Billy Bounce Emote. Sehr, sehr nice. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und zwei wichtige Infos. Das neue Item Kugler wurde jetzt aus dem Spiel entfernt, da es so ein paar Bugs gibt. Und ich zeige euch mal kurz eine weitere Info zu dem Skin hier. Denn den gab es kostenlos. Schaut euch am besten mal das Video an, damit ihr da auf jeden Fall informiert seid. Schauen wir uns jetzt mal den Shop weiter an. So, 800 V-Bucks für den Skin. Finde ich in Ordnung. 800 V-Bucks für die Spitzhacke, ein bisschen überteuert, aber dafür funkelt die ganz schön. Arcana-Gleiter, der ist nice, aber wie gesagt, spiele ich zu wenig und ja, ist relativ egal. 500 V-Bucks für den Kollegen, das ist nice, aber 1200 für den Gleiter würde ich jetzt nicht mehr machen. Und ich kaufe mir das Ganze jetzt, da es echt günstig ist, muss ich sagen. Ausrüsten, ausrüsten und falls ihr euch was kaufen solltet, gerne meinen Creator-Code im Shop eintragen. Danke für den Support. Der zweite vorgestellte Bereich, beziehungsweise der erste vorgestellte Bereich, sieht hier so aus. Rote Jade ist wieder zurück. Ist ein cooler Skin, hat zwei Stile. Für den Preis kann man nicht mehr kann. Was haben wir hier? Gaunerin, zwei Stile. Zweiter Stil gefällt mir hier deutlich am besten, oder? Ja, ja, beide sind cool. Beide sind cool. Aber für 1,5, ja, würde ich mir jetzt nicht kaufen. Das gleiche auch hier mit dem Kollegen. Standard und einmal hier so, ja, in Gelb. Ist ganz in Ordnung. Passendes Backblink, das ist cool. Das ist in Ordnung. Was haben wir hier? Boah, das Backblink kann ich jedem von euch empfehlen. Das ist echt cool. Und für den Preis ist es echt nice. Und wenn man hochspringt, dann fangen an, die Flügel so ein bisschen zu flattern. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Passende Spitzhacke hier. Ja, ist in Ordnung. Ansonsten gibt es hier den Sternennachtfluggleiter. Der ist chillig. Der gefällt mir gut. Ansonsten haben wir hier Komplex. Ich schaue mal nebenbei nach, ob wir nicht was Seltenes haben. Ich glaube, dass wir heute eventuell, sagen wir mal, zwei seltene Dinge haben. Ich habe es noch nicht gesehen. So, jetzt habe ich es geöffnet. So, ich bin echt gespannt. Also, das Paket oben hat kein einziges seltenes Item. Der zweite vorgestellte Bereich hat jetzt hier kein seltenes Item. Wir haben heute, doch, wir haben tatsächlich ein seltenes Item. 484 Tage alt. Okay, schauen wir uns gleich an. So, der Skin, ja, der Skin ist in Ordnung. Backblink, zwei Stile. Der zweite Stil ist cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Spitzhacke ist ultra teuer. Ultra teuer. Und nur zwei Stile. Ja, sieht crazy aus, aber würde ich jetzt nicht kaufen. Der Gleiter, was kann der? Kann der was Besonderes? Okay, der ist cool. Auf jeden Fall. Regenbogenstil für 500 V-Bucks. Perfekt. Ansonsten gibt es hier die Lackierung. Gab es, glaube ich, sogar mal kostenlos. So, der tägliche Bereich sieht hier so aus. Synapsis wieder zurück. Hat zwei Stile. Die ist cool. Gefällt mir sehr gut. Passendes Backbling. Ja, schade, kein Zweitstil. Was haben wir hier? Ja, die finde ich irgendwie nicht so cool. Nö, gefällt mir nicht so gut. Sternstab. Sehr, sehr nice Spitzhacke, muss ich sagen. 30 Tage alt. Dann haben wir hier mein Idol. Das seltenste heute vom Shop. 484 Tage alt und war insgesamt 6-mal im Shop. Ansonsten gibt es hier noch Gundam Style. Sehr nice. Und zu guter Letzt Pizza Party für 200 V-Bucks. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.